Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroIP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, warum Rowan hier in Unterhosen vor uns steht. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber naja, ich habe mir gedacht, ziehst du dich mal passend an für diese Schneeregion. Wir haben nicht die Weihnachts-DLCs, ist jetzt zur Verfügung. Da muss ich eben das nächstbeste anziehen. Und ja, so Badeanzüge, die passen da erst recht, ne? Ich meine, guckt euch das an. Schön. Bam. Und alle sind in Badeklamotten hier auf Tour. Wow, das war ein neuer Angriff, den kann ich noch nicht. Ja, wir haben ungefähr den 100. Part jetzt. Da ich mir gedacht, irgendwas Besonderes muss ich ja machen. Und dann packen wir schon mal die Badeanzüge aus. Weil, ja. Geht doch nichts über Temperaturen unter 0 Grad mit einem Badeanzug zu durchqueren. Finde ich jedenfalls. Nein, ich will Rowan als Partner haben. Was Rowan da trägt, ist ja auch, glaube ich, für den Winter gedacht, so wie das in der Beschreibung steht. Boah, der Drache, der gibt uns voll. Den sollte ich vielleicht als erstes platt machen. Oh, aua. Okay, geil. Muss ich mal gucken, welche Angriffe ich noch verbinden kann. Anscheinend nicht. Verdammt. So. Wenn man Mila und Leia auch noch mal sehen kann. Ach, ich kann ja im Kampf wechseln, ich Idiot. Ey, was zum? Sie ist in uns. When I was a kid, I was left-handed, so I worked at strengthening my right arm instead. Oh Gott. That shows good combat sense. I imagine you needed special training to learn how to wield a sword with your offhand. That must have been tough. No, it had nothing to do with combat, just part of my daily life. Oh Gott. You know me? Always a girl on each arm, and it would be rude to handle each of them differently. What? And here I was starting to respect you. I'm leaving. Are two arms even enough for you? With a woman of your stature, maybe not. Good. I'd hate for you to think that you can handle me with just one. Oh Gott. Das ist kein Hinterhalt, ne? Nur mit Satten erzählen. Upsala. Boah, das ist voll der Flächenangriff. Zack. Nein. Ich wollte nicht Elise auswechseln. Achso. So, Mila. Mitten Stroh und Badeklamotten. Aua. Verdammt. Und natürlich noch Leia. Aua. Mitten in im Austausch hier. Dium. Aua. Natürlich auch hier so L1 angefangen. In der Luft klappen die aber, glaube ich, nicht. Leuchtfeuer. Ah, schön. Ja, ab und zu mal ein paar DLCs raushauen, das ist auch nicht schlimm. Wahrscheinlich kosten alle DLCs insgesamt viel mehr als das Spiel an sich. Ich habe mal so gezählt, müsste bestimmt so auf die 80 € noch zurückkommen, wenn man alle DLCs holen würde, also alle Klamotten. Ich hole sowieso nicht hier so Jude my Elise. Yay! Ich hole mir sowieso nicht hier, ich habe noch 30 Stück von irgendwas. Ich hole mir sowieso nicht diese Level Up DLCs oder was weiß ich. Außer ihr seht umsonst, dann natürlich. Aber nee, da kann man auch trainieren. Dazu macht das Kampfsystem zu viel Bock. Das macht ja keinen Sinn dann. Wir haben es ja, wir haben ja die Zeit. Also ich habe die Zeit. Ob ihr die Zeit habt, euch das anzugucken, weiß ich nicht. Aber ich habe die Zeit dazu machen. So, und ich wechsle mal den Charakter. Weil ich kann
Ich kann auf Rowan nicht so lange gucken. Ich glaube, ich habe auch. Ich hoffe, ich habe die richtigen Klamotten alle ausgerüstet. Also die Zubehörsachen. Da waren so viele Sachen auf einmal freigeschaltet. Aber ich glaube, ich habe alles richtig. Huh. Oh nein. Aua. Sag. Ich als Partner, ich will nicht du als Partner haben. Ich will mal andere. Aber oh. Oder mit Elise, genau. Ich weiß gar nicht, was die hier zusammen für angefallen können. So, das hier. Popklinge. Ach ja. Ich bin Gummihammer. So, ein bisschen auswechseln. Ich will mal alle Charaktere im Kampf haben. Für aller Final Fantasy 10. Das wollte ich gar nicht einsetzen. Das wollte ich einsetzen. Also da Tipo immer die Sachen der verblüffende und schwerfällige menschliche Körper. Also dass Tipo immer das ausspricht, was Elise denkt. Da kann man ja schon denken, was Elise denkt, ja. What I wouldn't do to be in front of a warm fireplace right now. I'd certainly kill for a nice steaming bowl of stew. You'd kill for stew? For once, I understand exactly what you mean. Mila, isn't your stomach cold? It's fine. Oh, mucus! Looks like you're having fun over there. I am. The human body is truly a cumbersome thing. Anyway, who's ready to eat? Eiskalt das Thema gewechselt. Apropos Essen, ja, wenn wir schon dabei sind. Und ich sollte immer die schwächeren Dinger, aber da muss ich mal gucken, wo ist denn hier nochmal das und das und das. Gehe ich lieber auf das letzte, dann weiß ich wenigstens. Oh, Rahmenschwarze Federn, geil. Ich möchte so viele von denen haben. Ja, Bikini ist doch echt passend hier. Warum sollte man nicht sowas tragen? So, du hast eine neue Art, habe ich gesehen im Kampf. Stimmt ja. Ich kann ja nicht alles sofort hier. Was hast du denn? Aufsteigende Wirbel, aufsteigender Falke. Was ist denn aufsteigender Falke? Ach, der Angriff. Den würde ich aber gerne hier. Hier. Ja, am besten, ich tue die alle schon mal hier erst einsetzen, dann weiß ich immer. Nee, das ist ja nicht der Angriff. Ich wollte schon sagen. Egal. Weiß nicht, ob was ich hinaus wollte. Aua. Aua. Da wollte ich gar nicht machen. So, was kannst du denn hier verbinden? Gar nichts. Also nicht mit Elise auf jeden Fall. Da bringt das gar nicht so viel, sich mit ihr zu verbinden. Was sind denn das alles für Gegner? Jude, komm her. So. Langsam werde ich doch ein bisschen verwirrt, wo ich die ganzen Arzt platziert habe. Aber wird schon. So, Leia. Und da bin ich. Aua, aua. Na, komm her. Weil Leia und Lisa zusammen. Aua. Auch wenn das vielleicht wieder nichts bringt. Ist das wirklich der einzigste Weg? Ja. Monster allein in die Fresse geben ist immer der einzigste Weg. So, ich möchte mal hier Leia steuern. Mit Elise. Boah, was bist du denn für ein Tank? Natürlich war das in den Teil. So, was hast du denn mit Elise? Tipo-Copter aufsteigen auf die Sache, ja, stimmt. Aber
Aua. Na, warte. Aua. Mal mit Ron. Blöd, wenn einige hier nicht so gute Partner haben. Aua. So, ist hiermit? Nein. Hiermit? Nein. Hiermit? Nein. Nein, kein Okay. Oh, was haben die gemacht? Gar nichts. Super. Sah aus wie Elfenheilung oder was weiß ich. Sah so aus, weiß ich natürlich nicht. Und gleich sind wir alle vom Level up. Das ist schön. Da, komm her. Level up. Ah, verdammt. Falschen Angriff eingesetzt. Aua. So, ich wechsle mal ein bisschen öfter hier die Charaktere. Ja, du kannst doch, glaube ich, hier wie bei Jude diesen Lauf. Aua. Ich bin noch. Hey. Ich brauche unbedingt mehr Kampfart. Dann hat's gemacht. Und Jude hat ein Level up. Geil. So, haben wir hier alles. Schucke, Schucke, lass mich gucken, Schucke, da ist noch was. Ha. Ja, und schwarze Federn, gut. Wie viel haben wir? 6, bleh, zu wenig. Wie viel hatten wir? 203 oder irgendwie so was? Ich will unbedingt noch 300 haben. Ich will unbedingt voll viele haben. Ist hier was? Nee. Ich untersuche jeden einzelnen Platz, weil. Als ich so durch die Gegend gelaufen bin und Materialien gesammelt habe, als ich nämlich Materialien gesucht habe, ist mir immer aufgefallen, dass immer noch ein paar Stellen waren, wo ich nichts gefunden habe vorher. Oh, a chance to get sick. Do you enjoy colds? This will be my first time. When I had the four, they wouldn't even let the rain and snow get me wet. But what if you get a fever? Ah. I did experience that when I hurt my legs. I felt like my body was burning up. See? That's why you should try to stay healthy. But I want to experience the sensation of having continuous nasal discharge. Ich kann. I don't think anyone else wants to see that. It would be funny to see, though. Das lässt sich einrichten. Ha. So, jetzt habt ihr eine laufende Nase. Lass mal sehen. Sieht man, glaube ich, nicht so. Na gut. In den Cutscenes werden wir es sehen. Also eigentlich das, wo ich. Boah, verdammt. Wo ich eigentlich nicht. Bist du ein neuer Gegner? Wo ich diese Kostüme sehen will. Aber was soll's. Und? Komm her. Verdammt. Ha! Sag, was sagt ihr dazu? Nein, Hilfe. Komm schon, ich brauche ein paar Level ab. Verdammt. Was ist das für ein Angriff gewesen? Will ich verarschen? Ich muss mich dran gewöhnen. Oh, ich sehe gerade, wir haben gleich unser Limit erreicht. Die laufenden Nasen. Ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Part in dieser eisigen Kälte mit Badeanzügen. Ciao!